Hallo, das ist mein Vortrag über Vasco da Gama. Wer war Vasco da Gama und was hat er in seinem Leben erreicht? Der portugiesische König beauftragte ihn, Gewürze und Stoffe aus Indien zu besorgen. Er machte sich auf den Weg mit 4 Schiffen und 170 Mann nach Indien. Am Kap der Guten Hoffnung wurde er einmal von Piraten angegriffen, die er allerdings besiegen konnte. In Indien angekommen, in Calicut, besorgte er die benötigten Gewürze und Stoffe, die er für seinen Staat Portugal gebraucht hatte. Er reiste insgesamt 4 Mal nach Indien und verstarb dort beim 4. Mal. Sein Sohn beauftragte seine Männer, ihn wieder nach Portugal zu bringen, um ihn dort zu vergraben. Also, wer war Vasco da Gama und was hat er in seinem Leben erreicht? Vasco da Gama war ein Seefahrer und hat den Seeweg nach Indien gefunden. Das war's mit meinem Vortrag.